Also so gesehen ist es weniger schädlich, als wenn es im Kopf bleiben würde. Das kann gut mit dem Chi zusammenhängen. Ja. Weil im Kopf ist, hier am Kopf hat sich nichts angesammelt. Normalerweise, wenn man Leute telefonieren sieht im Zug, dann bleibt die Energie im Kopf und verschmutzt die Aura im Kopf und kann sogar Kopfweh verursachen. Wer lange telefoniert, der kennt das. Ja, und bei dir blieb nichts im Kopf, sonst hat es nach unten gezogen. Also, das heißt für mich, mit anderen Worten, so ein Chip funktioniert, oder? Oder was? Ja, was auch immer dort ist, funktioniert, weil es wird nach unten gesogen und es bleibt nicht im Kopf hängen. Okay.